Die Stalker XT 2000, ja, das Ganze sieht leicht aus, aber es hat einen sehr niedrigen Schwerpunkt, liegt satt auf der Straße. Es hat nämlich hier hinten Bleigel-Akkus drin. Ja, hallo Sven, hat Bleigel-Akku drin, das ist ganz, ganz wichtig. Damit auch die, weil er kompakt ist, zu leicht wäre sonst. Und dann kann ich sehr gut auch Handling in Kurvenbereichen und so weiter sehr gut zu handeln. Sehr gut. So, das Ganze hat eine elektronische Anzeige. Mach mal bitte an. Die man auch einen Tag recht gut lesen kann. Jetzt ist allerdings die Belichtungszeit bei einer 640. Ich muss gerade mal ein bisschen weiter weggehen. Man kann es perfekt ablesen. Ja, bloß meine Kamera, die mag deine Anzeige nicht. Jetzt geht's. So. Also bei diesem Bereich haben wir auch die Schaltung. Wir haben hier dann drei Gänge zur Verfügung. Da muss ich selbst gucken, bitte die jetzt an. Na, Moment. Mein Fehler. Das ist ein 25er Mofa und der Mofa hat nur einen Gang. Hat nur einen Gang, die 45er drei Gänge. Richtig, und 45er hat man hier drei Gänge, die haben einen Schalter. Der 25er kann nur 25 fahren, deswegen nur einen Gang. Also zusammenfassend, ich kriege die einmal als 25er, da vorne steht es auch drauf, dann hat sie einen Gang. Das baugleiche Gerät kriege ich als 45er. Richtig, genau. Das haben wir auch vorrätig in schwarz-matt. Den kann man dann als 25er oder als 45er fahren, weil das kann man umgekehrt eher machen. Ist das preislich ein Unterschied? Nein. Der Preis ist gleich bei dem. So, wie man das sieht. Das ist die 25er Version. Da gelten etwas andere Regeln. Das Thema Mofas einfacher zu machen, oder? Als das Thema 45er vom Führerschein? Ja, der Mofa ist einfach nur eine Bescheinigung im Prinzip. Ein Fahrerlaubnis ist auch sehr, sehr günstig. Das heißt, so ein Fahrerlaubnis kostet um die 100 Euro und ein Führerschein fast 500, 600 Euro. Okay, also wie man will. Wenn ich jetzt, ich sag mal, einen ganz normalen Autoführerschein habe, darf ich die Variante 45 fahren, oder? Auf jeden Fall, ja. Autoführerschein, ja. So, was ist da für ein Motor drin? Hier ist also ein chinesischer Produkt, aber ein sehr, sehr guter, der in vielen Elektrofahrzeugen verbaut wird, die wir uns ausgesucht haben, für unser Gerät auszubauen. Also wir haben auch sehr viele verkauft. Letztes Jahr, kennst du noch die schwarzen, vor allem im Wohnmobilbereich, haben wir sehr oft verkauft. Also die sind tadellos, ein ganz, ganz starker Anzug hat der auch. Problemlos in der Wartung, wie gesagt, auch wie bei aller Elektro, nur Reifen und Bremsen, wenn überhaupt, nach 4.000, 5.000 Kilometer. Ansonsten einmal im Jahr eine Wartung von 99 Euro und dann sind wir durch. LED-Scheinwerfer, Full-LED? Genau, LED in beiden Bereichen, Tageslichtfunktion und auch dementsprechend auch hier. Ups, da war die Hupe. Eine LED-Hupe. LED-Hupe, da ist wieder Zuschaltung, Fahrlicht und Fernlicht. Fahrlicht und Fernlicht. Ja, genau. Blinker auch LED? Blinker, alles LED. Sieht man ja so schön. Wo haben wir die denn versteckt? Läuft, hier unten drunter, ich sehe sie schon. Ich muss mal suchen, jetzt mal die neuen Modelle. Muss ich mich sagen. Ah, da unten sind sie. Ja, ja, du hast ja heute erst bekommen. Das ja, ist der. Schön. Die alten Modelle haben sie hier in so einem Streifen drin gehabt. Die neuen sind jetzt unten verbaut worden. Deswegen muss ich selbst mal gucken, wie er glänzt und macht. Er ist also, wie gesagt, vor zwei Tagen eingetroffen. Ist ja süß. Und die müssen wir jetzt ein bisschen auch mal nach draußen bringen, wenn die Sonne scheint. Es gibt einen Hauptständer und einen Seitenständer. Die Sonne kam gerade raus, ist direkt warm geworden. Ja, geht die Sonne gleich los? Ja, oder? Also Nachfragen ist schon enorm. Die Kunden wissen auch, dass wir dieses Jahr unwahrscheinlich enorme Lieferprobleme haben. Nicht nur in unserem Bereich, ob das Fahrrad ist, Motorräder sind. Und deswegen ist die Nachfrage enorm geworden und viele zahlen schon an und lassen die hier stehen ein paar Tage, bis die Sonne ganz rauskommt. Upside-Down-Federgabel mit hydraulischer Scheibenbremse. Klingt ja voll nach Profi. Ja, absolut. Auch mit gelocht, dass er auch nicht Kühlung hat. Wie gesagt, der Antrieb vom Motor ist sehr, sehr stark. Er hat einen Drehmoment, der ist enorm. Also Drehmoment erinnert an 125 Kubik Verbrenner. Sollte man sich ein bisschen damit dran gewöhnen. Ich komme schnell weg von der Ampel. Sehr, sehr schnell. Ja, auch am Berg kein Problem. Dürfen zwei Leute, oder? Ja, zwei Leute dürfen da drauf. Ist ein bisschen eng natürlich, dass da ist, ein bisschen kompakter. Wir haben das sehr oft kleine Menschen verkauft oder halt Leute, die wenig Platz in der Garage hatten oder ein Wohnmobil. Das ist so sehr, sehr kompakt. Ist es geladen? Wird es hier unten an der Buchse? Da wird hier an der Buchse geladen. Auch kein Problem. Die Akkus sind universal passend und fest verbaut. Das heißt, es ist nicht speziell für das Gerät gebaut. Man kriegt es noch in Jahren nachzukaufen, weil das einfach nur Blei-Akku-Gel-Akkus sind, die überall verbaut werden. Und vor allen Dingen, ich bin 1,80 Meter, dass du mal siehst, wenn man sich drauf sieht, dass man da sehr viel Platz eigentlich hat. Also ist gar kein Problem. So, das heißt also, du solltest dann aber ein bisschen vorrücken, wenn der zweite kommt, oder? Ja, auf jeden Fall. Sollte man ein bisschen vorrutschen, das ist schon ein bisschen problematisch, ja. So, man kann noch theoretisch was hinten montieren, Topcase oder sowas? Ja, man kann hier noch einen Gepäckträger, den haben wir separat. Der wird separat geliefert und dann einen Topcase kann man auch montieren, ist auch kein Problem. So, 25 oder 45 hat ein Versicherungskennzeichen, die Farbe dieses Jahr? Die ist dieses Jahr grün, ganz hässliches Grün.
grün. Ja, passt. Er hat ja auch kleine grüne Elemente, hat er ja eingebaut hier vorne. Wenn ich ihn haben will, ist er vorrätig? Ja, ist vorrätig. Von denen haben wir zwei Stück da und zwei von den schwarzen da. Und welche sind noch geblockt? So ist es. Ja, das Ganze gibt es ja nochmal als etwas größere Version. Das hier die Full-LED-Version. Das Phänomen bei dem, ja, ist das da. Was denn? Rückwärtsgang? Ja, zum Rangieren hat er einen Vorwärtsgang. Und ich kann dabei auch dann Knopf drücken und kann rückwärts fahren. Also ich mache hier nichts. Man kann vorwärts und rückwärts fahren. Richtig. Ein Phänomen, sagt er. Hier ist dann praktisch der Schalter eingebaut. Den drückt man, hier ist der Schalter, man drückt hier drauf und dann kann man rückwärts fahren. Wenn man mal rangieren muss, weil er ist etwas schwer, nach hinten hochzuheben, muss nicht sein. Was wiegt der ungefähr? Was denkst du? 100? Oh, 78 Kilo. 78 also Kilo. Wie ein Verbrenner eigentlich auch, ja? So, das spielt auch keine Rolle, wenn ich eine schiefe Ebene habe beim Wohnmobil, kann ich ihn locker reinfahren? Locker leicht, ja, der ist so handlich und so, der ist so locker leicht und flexibel, das ist wirklich cool. Die kann auch von dem Handling her, kann man hier zum Kauf machen. Ich brauche gar keine Hände, weil der hat einen. Ja gut, normalerweise wäre ja hinten jetzt der Verbrennungsmotor drin, der wiegt ja auch was, ja. Eben, genau, genau. Deswegen ist das also sehr gut vom Handling her und leicht auch zu bedienen. So, das sind 25 oder 45. Blue S Stalker XT 2000 und hier drüben haben wir von Luxon die E3000, auch mit Bleigel-Akku, haben wir eben noch ein extra Video gedreht. Gleich werden wir noch zeigen die Super Soko als 45 km/h Variante. Ja, ist da irgendwas geplant, dass es mal 50 werden oder ist es gezielt, die 45, damit die auch rechts ranfahren? Nee, 45 kommt von Europa. Die Italiener haben damals so beschlossen beim Piaggio und hat Europa das übernommen auf 45. Deswegen die 45. Es gibt keinen Hintergedanke mit Blitzen, mit sonst was. Das kam damals vom Piaggio her. So, ein richtiges Motorrad, sieht auch groß aus. Es wiegt jetzt wesentlich mehr, das da? Ja, wie, klar, da geht schon knapp an die 100 Kilo. Oh, so ist es. Aber es hat eine andere Ausstattung. Das, da war jetzt Bleigel, das da hat Lithium. Also, gehen wir mal nachher in aller Ruhe mal zusammen durch. Ja, ist besser so. Da kann man mal so. Zweirad Ferraro, du bist im Buß. Das Ganze ist im Saarland, wie das hier ist. Du verkaufst die Fahrzeuge bundesweit. Ja. Wenn ich die jetzt bestelle, kann ich die auch fix und fertig geliefert bekommen? Ja, klar. Fix und fertig, ohne Kartonage, ohne Verpackung. Und vor der Tür wird das noch ordentlich erklärt durch einen Zweiradmechaniker. Also es ist nichts nur für Kinder, oder? So Mopeds? Nein, 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 absolut schon. Wir sind groß geworden. Okay. Macht das so vom Spaß her, ich sag mal Anzug, Elektro, ist das ungefähr vergleichbar mit leicht getunten Rollern? Mehr als das, ja, mehr als das. Jede getunte Rolle hat da Probleme, danach zu kommen, auf jeden Fall. Echt? Ja, absolut. So, die Rufnummer, wenn man dich erreichen möchte. Die 06834. 78 20 507. 78 20 507 mit der Vorwahl 06834 Giovanni Ferraro, 25. Februar 2022. Ja, und das Ganze auch mit Service und Garantie. Das heißt, wie lange ist der Garantie? Auf 2 Jahre Garantie mit der Gewährleistung dran und Fahrzeuge, die irgendwie Probleme aufweisen, keine Gedanken machen. Wir gehen dann vor Ort, prüfen das vor Ort. Vielleicht kann man es direkt reparieren oder wir nehmen sie mit in unseren Anhänger. Das gilt auch für Fremdfabrikate. Das heißt, ja, auch ruhig mal vorbeikommen. Genau. Vielen Dank, Giovanni. Tschüss. Tschüss.